Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu meinem 1860 München Projekt. Es geht weiter mit Spieltag Nummer 3, glaube ich. Ja, wir sind kurz vor Spieltag Nummer 3. Das Spiel gegen Duisburg, unsere Mannschaft, ist natürlich geschwächt wie sonst was. Aber wir sind ja noch mitten in der Transferperiode und so einiges könnte noch kommen. So einiges könnte noch kommen. So, ich musste mir erstmal was notieren. Liebe Kevin Hockey hat mal wieder geschrieben, ich soll mir doch Jin Linnan Walter anschauen. Ist ein Jugendspieler von Wolfsburg, das machen wir dann auch direkt. Den gucken wir mal. Ja, gehen wir lieber direkt nach Wolfsburg, weil der findet bestimmt nicht das, was ich suche. Und dann gucken wir mal lieber direkt bei Wolfsburg. So, Jin Linnan Walter, links außen. Den kann ich bestimmt auch umholen, ne? Spieler scouten. Da wird Wydra und da du beobachtest Joazi. Und nicht nur das, das habe ich ja schon gemacht. Blickfeld aufnehmen. Und Vertragsangebot, will er überhaupt kommen? Sieht keine realistischen Chancen, sich bei uns durchzusetzen. Egal, wir scouten ihn erstmal weiter. Aber hier sind auch interessante Spieler dabei, ne? Lucien Lebaski? Okay, nein. Nein, 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 nein. Schon auf 10 gescoutet. Philipp Schulze. Haben wir hier noch irgendwo Jugendspieler? Die scoute ich momentan alle, ne? Also ist ja klar, dass ich den kriege. So, wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Die Mannschaft ist jetzt wieder geschwächt, weil die ganzen Spieler wieder zurück sind. Wir haben jetzt, glaube ich, ne, wir haben nur das Spiel. Jetzt kommt das Spiel gegen Duisburg. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Transfers, ich muss das mal wieder gucken, wo wir waren. Zukünftige Wechsel haben wir gar nichts. Transfervorbereitung, Verhandlungsstatus. Wir sind mit Seidel am Verhandeln. Einigung steht bevor. Und Serrano. Bisher scheint alles möglich. Das heißt, von den Spielern her. Erstmal aufstellen. Erstmal aufstellen. Kevin Gordon könnte für Will spielen, aber muss nicht. Kann ihn hier reinsetzen. Dann Talek. Ja, Biancardi spielt da. Das kann auch nicht wirklich aufstellen. Was sind das denn für Spieler nochmal? Seidel, du bist Stürmer. Ein guter. Und dann haben wir Serrano. Du bist linker Verteidiger. Was haben wir denn noch so? Winston Reed. Okay, das wäre übelste Verstärkung. Generell einfach. Aber halt alt, ne? Prödel, Prödel wäre halt so. Ja, der bringt übelste Erfahrung auch mit rein. Aber das ist auch nicht so, worauf ich hinaus will. So, Bottic wäre natürlich auch noch was. Was willst du an Gehalt wollen? 240.000, das geht eigentlich klar. Sprache nie, Anpassung, verletzungsanfällig. Na, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, 2 Jahre. Wichtigster Spieler, du wirst in der Regel spielen. Ich kann nichts versprechen halt. Und Posten am Karriereende. Das wäre natürlich so ein Typ, wo man sagen könnte, ja. Posten am Karriereende auf jeden Fall. Bei Abstieg. Wenn wir absteigen sollten, nachher gehen. Gehen wir auf 220.000 und machen das Angebot. Ah, wollen die nicht zuschlagen? 210.000? Auch nicht? 200.000? Da sagen sie ja. Da würden sie ja sagen. Dann, wir brauchen aber. Ah, ne, das ist ja nur. Ah, okay, ich verstehe. Das ist halt nur auf Offensive, ne? Innenverteidiger. Haben wir da? Mirala, Kevin Miralas. War da nicht auch mal so ein Typ, wo man dachte, der steigt durch? Der startet durch? Dann könnte man. Das ist ja auch nice. Aber der wird zu viel. Der wird zu viel. Das wäre natürlich jetzt perfekt gewesen. Genauso wie Ben Arfa oder Giovancho. Altenburg, Morales, Fabian, Valades. Also Spieler, wo man sagen könnte, okay. Okay. So, dann sind wir bisher scheint alles möglich. Transferhistorie. Ja, Miralas. Wir haben doch auch einen. War der nochmal? Aus der holländischen Liga, ne? Aus der holländischen Liga. Spieler suchen. So, dann waren wir bei mindestens so. Dann das ja, okay, das hoch bringt sowieso nichts. Und offensives Mittelfeld. Nur realistische Transfers. War da nicht irgendwo einer bei? Marlon Ritt. Auch wieder so ein Ding, wo ich sagen würde. Okay. Come on. Moss. Moss. Blickfeld aufnehmen. Moss. Jedenfalls, da könnte man auch drüber nachdenken. Ritter wäre auch noch eine Verstärkung. Liskovic.
Müssen wir auch auf Jüngere gehen. Der war, ich glaube, 24 oder so. Machen wir mal so. Schon haben wir weniger. Und die Jüngsten davon sind. Kommst du jetzt? Für weniger? Kommst du für weniger? Okay, weiß ich nicht, wenn ich das so mache. Option für den Spieler 2 Jahre. Das bleibt weg. Du, das hier. Abstieg. Was geil. Das geht dich nicht, ne? Das interessiert dich nicht. Das ist ja klar. 5 Jahre. Nächsten Jahr. Ja, ne, muss ich noch warten. Muss ich noch warten mit ihm. Was, Lukas Daschner? Was, Daschner? Ich bin mir nicht mehr, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich müsste mal nachgucken. Jodor Bergmann, Enic, Patrick Flücke. Was, Patrick, was ist Flücke? Könnte hinhauen. Biasen Mohr könnte auch. Luis Herrera. Okay. Francisco Rodriguez ist auch geiler Name. Marlon Frey von Duisburg. Eberwein. Joker. Tomasiewicz. Also von den ganz Jungen. Du kannst sogar auf OM spielen. Aber ich muss noch abwarten. Ich muss bei dir noch abwarten. Das ist das Problem. Ich muss bei dir einfach noch abwarten. Lukas Daschner wäre natürlich auch nochmal so eine Sache. Aber der ist auch nicht voll gescoutet. Was habe ich denn so im Blickfeld von den besser gescouteten? Das sind die, die kommen würden, ne? Ja, okay, die beiden sind ja auf dem Weg weg. Barkata, okay. Serrano verhandeln wir gerade mit. Tobias Mohr wäre auch eine Möglichkeit, aber wir haben Seidel momentan. Harrell, Tigges, Reed, Leko, Lovren. Der hat keinen Vertrag. Mike Steven Behre. Wollen wir mal mit dir in die Verhandlung gehen? Das ist die Sache. Ist halt nicht gut genug gescoutet. Spieler scouten. Und du bleibst auf seiner Liste. Wydra wird gerade gescoutet. Was haben wir denn so an Scout-Berichten? Aktuell? Serrano. Begrenzt, aber der kommt auf jeden Fall. Also da setze ich mich hinter, dass der kommt. Ihorst. Hiller Erste. Der ist ja schon bei uns. Den habe ich ja schon unter Vertrag. Haruko Mia, Pex Wolle, Serrano, Yassi und Wydra. Oder ihn hochziehen als OM. Weil der hat ja auch sehr gute Spiele geleistet, ne? Wenn er fertig gescoutet ist. Ich gehe erstmal in die Woche und wir sehen uns, wenn irgendwas Spannendes passieren sollte. So, damit werden wir das Spiel gegen Duisburg. Unsere Mannschaft ist natürlich noch nicht perfekt aufgestellt. Wir müssen auch wieder auf die Jugend gehen. Aber Christian Touray hat hier unterschrieben. Wir gehen erstmal auf die ungelesenen Nachrichten. Akzeptiert unser Vertragsangebot und steht jetzt im Kader unserer Mannschaft. Mit 18 Jahren hat er schon eine 66. Die Spieler sind sogar froh über diesen Spieler. Er kommt von Schalke 04. Nice eigentlich. Da kann man sogar überlegen, ihn einzusetzen für Kretschmer. Kretschmer hat ja auch nicht mal so lange Vertrag und er hat noch Vertrag bis. Ja, okay, genau den gleichen Vertrag haben sie. Kann man gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt verleihen, damit er Spielpraxis kriegt und ich ihn nächstes Mal für mehr Geld verkaufen kann. Wir gucken jetzt einfach mal zusammen kurz auf die Transferliste. Laie, ich will 200.000 für ihn haben. Das würde passen. Ich glaube, das passt. Oh ne, nicht so weit. 200.000 müsste reichen. So, Änderung übernehmen. Und Spieler anbieten. An wen kann ich ihn gut verleihen? Ich will ihn aber nicht zu einem direkten Konkurrenten verleihen. Haben die hier in der zweiten Liga irgendwelche Teams, die einen besseren Keeper brauchen? Cetera, Bremen, weiß ich nicht, ob er da besser ist. Ploppmann haben die auch noch. Darmstadt haben sie Schuhen. Oh nein. Heidenheim haben sie einen 70er. Bei Bremen ist bis jetzt der einzige. Kastenmeier, okay. Und Wolf. St. Pauli, Hansa Rostock, Kolke und Woll. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann müsste ich ihn wirklich schon in die dritte Liga verleihen. Was haben wir denn da? Aber so, es geht eigentlich direkten Konkurrenten. Wollte ich eigentlich nicht. Ne? Braunschweig, was habt ihr im Tor? Rejcic, Bangshoff. Da wird er sofort Stammspieler sein.
Aber ich will ihn eigentlich schon an was Höheres. Muss ja eigentlich noch nicht mal Deutschland sein, ne? Viele anbieten. Was haben wir denn? Dänemark. Erste Liga. Haben den 60er Keeper und einen 70er auf der Bank. Da ihr braucht einen Keeper. Da habt ihr einen 18-Jährigen und sonst gar keinen eigentlich. Und was ist eure Historie? Was habt ihr die letzten Jahre? Achter, so okay. Bei wie vielen Teams? Bei 12. Okay, und ihr habt auch den hier, ne? 7,4 Millionen Mark wert. Oh, ja. Schicken wir nach in Dänemark. Das ist schon mal Nummer 1. Spieler anbieten. Die sind interessiert. Ich biete ihn mal bei mehreren an. Dann kann man sich das mal angucken, ne? Dann, was haben wir noch? Frankreich? Ne, Frankreich nicht. Das ist mir zu hoch. Niederlande könnte ich mir noch vorstellen. Ist hier irgendwo eine Mannschaft, die einen braucht? Nein. Polen, Legia Warschau. Habt ihr im Tor? Okay, ja, Bo. Jetzt sicherigen Bo. Junge, ist auch Vereinslegende. Und da haben sie auch noch einen Mister. Echt Posen? Okay, Van der Hart. Schweiz? Zürich? Was habt ihr? Jannik Brecher. Und. Ja, okay, die haben auch ein paar. Nee, das bringt auch nicht wirklich. Ich habe ja so viele Vereine, ne? Österreich. Hier vielleicht. Austria Wien. Könnt ihr einen gebrauchen? Ja, Patrick Penz. Rapid Wien. Ah, okay. Dann. Schweden. Schottland. Celtic. Joe Hart. Spieler für was? Celtic? Läuft bei ihm hart. Haben die noch Vasilis Barkas? Glasgow Rangers hat noch einen gebraucht. 73er und 70er. Ne, da wird er auch nicht spielen. Wer war der letzte? Hibernian. Hibernian. Wir haben. Okay, cool. Hibernian, so. Historie. Ritter, sie kämpfen eigentlich, die kämpfen. Ja, boom. Boom, 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 würde ich sagen. Dann Blickfeld. Angebot. Ja. Angebot, ja. 1,3 Millionen für den Marco John. Du bist jetzt bereit, weniger zu nehmen. Ist mein wichtigster Spieler. Das kann ich dir nicht versprechen. Tut mir leid. Das kann ich dir einfach nicht versprechen. Scout-Berichte, noch irgendwas Neues. Hydra ist jetzt auf 10. Du wärst eine 59 als Spielmacher. Könnte ich mit leben. Könnte ich durchaus mit leben, ne? Weil er ist auch umsonst zu haben. Wenn ich jetzt den letzten 4-Jahres-Vertrag reinrücken kann, dann könnte ich da durchaus mit leben, weil dann könnte ich da drauf aufbauen. Weil ich ja eigentlich den anderen hochziehen wollte. Und so Handgeld 20.000, ja. Ich könnte damit durchaus leben. Er hat ja einen anderen Speicherstand, hat er rasiert. Dann, ne, den ihn hier nicht mehr. Faruku Mia von. Müsste ich hier gucken. Fußballverband FUFA. Ganda, mein. Ihorst ja natürlich auch noch sowas, ne? Bauangebot. Hat bereits gewechselt. Görlich, Rechtsverteidiger auch. Jemals Linksverteidiger? Ja, ich muss jetzt ins Spiel gehen, sonst geht die Folge wieder 100 Stunden. Ich bin jetzt schon bei 17 Minuten Rohschnitt. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir aufstellen. Wir haben keine Ausdauer. Einmal keine Ausdauer, dann haben wir einmal keine Ausdauer. Ja. Dann haben wir einmal überhaupt gar keine Ausdauer. Mit wer? Den können wir da spielen lassen? Niemanden. Wir haben für links noch nichts. Wir müssen wieder in die zweite Mannschaft. Zweite oder Jugend? Vielleicht war es in der Jugend? Witziger, das kann ich noch weniger befürworten. Wir machen erstmal so. Dann haben wir einen Opana. Ja, nein.
In die erste Mannschaft verschieben. Spiel, ja. Kaiserslautern, bin ich schon wieder im Arsch. So einen engen Zeitplan. Neudecker auch in die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Ätzend. So ätzend alles. Ja, ihr Stürmer auch. Erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Letztes Mal habt ihr ja rasiert, aber man kann es nicht jedes Spiel verlangen. So. Lucic. Nöfler. Linsbichler, die natürlich mega gut in Form sind. Das muss ich nochmal sagen. Die haben einfach ihr Ding gemacht und ihr Türchen geschossen. Beide. Beim 2-1-Sieg gegen Braunschweig haben sie beide einfach ihr Ding gemacht. Ja, Bär. Was soll ich machen? So. Dann nochmal die zweite. Und Spennesberger. In die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Hoffentlich habe ich das schnell mit Vitra geklärt. Dann kann er spielen. Aber. Spennesberger. Zu Bär. Dann haben wir rechts Biancardi mit einer 52. Das ist genauso. Also die Mannschaft wird immer schwächer. Die wird immer schwächer von mir aufgestellt. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Spiel. Die Nachrichten können wir alle löschen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel gegen Duisburg und hoffen einfach das Beste. So, da wären wir beim Spiel gegen Duisburg. Ich musste ein bisschen wegschneiden, weil meine Nase hat gejuckt und ich musste die ganze Zeit niesen. Und es fängt direkt an mit einem Pass von Frey in den Lauf von Stoppelkamp. Der legt sich den Ball zu weit vor und unser Abwehr kann klären. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ich habe gesagt, sie sollen sich konzentrieren, aber es geht direkt weiter mit dem Druck von Duisburg. Und nach einem hohen Ball von Bakir kann Saiga zur Ecke klären. Oh Gott. Eine Ecke gegen uns. Die kommt. Ja, gut. Ecke rechts. Von rechts. Stoppelkamp. Die erste im Spiel in der vierten Minute. Kretschmer kommt blitzschnell heraus. Und fängt die gefährlich angeschnittene Ecke sicher ab. Nice one. Nice one. Und jetzt erstmal Angriff von uns. Deichmann mit einem genialen Pass auf Knöchel. Aber Volkmar grätscht aufopferungsvoll dazwischen. Das war wirklich mein allerletzter Einsatz. Mit. Wir spielen hier mit Abseitsfalle. Ja, das tue ich. Tue ich. Aber wir haben eine Chance gehabt. Das ist schon mal wichtig. Jetzt sind die Minute. Es passiert was. Ray mit einem Sprint im Mittelfeld. Passt sich an den Oberschenkel. Beugt sich hinunter und befühlt die kritische Stelle. Er kann nicht mehr weiterspielen. Gute Besserung. Gute Besserung. Oberschenkelzerrung, Gott sei Dank nur. Das ist natürlich gut. Das ist eine Zerrung, ist okay. Das ist nicht so schlimm. Na, Werkhoff kriegt eine gelbe Karte wegen Trikot ziehen. Er muss mit einem Riss in sein Trikot leben, genau. Als ob er das nicht sagt. Jetzt haben sie gewechselt. Baki mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Und jetzt kommt erstmal ein Angriff. Push legt schön auf für Ademi. Aber der verzieht. Da muss der Routinier mehr draus machen. Nee, nee, nee. Ist okay. Kann nicht mehr leben. Volkmar kriegt die nächste gelbe Karte. Für Duisburg. Also damit haben sie, die beiden Innenverteidiger haben schon zwei gelbe Karten. Das ist schon mal sehr gut für uns, wenn sie rot kriegen sollten. Die dürfen jetzt eigentlich nicht mehr so hart reingehen. Und der nächste Angriff von Duisburg. Schöne Kopfballverlängerung vom Push auf Ademi. Doch dieser wird von Salga ins Abseits gestellt. Salga, du bist mein Chef. Du bist mein Chef, Salga. Oh, Kretschmer hat sich verletzt. Kretschmer hat sich verletzt. Jetzt kann Hiller zeigen, was er drauf hat. Bitter. Erstes Spiel für Hiller, glaube ich, ne? Wollen wir Hiller am Pokal spielen lassen? Dass er ein bisschen Spielpraxis kriegt und nicht ganz so abgefuckt von uns ist. Jetzt haben wir erstmal eine Chance. Philipp Steinhardt mit der ersten Ecke von uns. Die Ecke wird kurz ausgeführt. Der Ball landet bei Spennesberger. Der sieht, dass er ein wenig Platz hat, macht ein paar Schritte Richtung Strafraumecke, zieht dann aus relativ spitzen Winkel ab. Der Ball streicht 1 Meter über das Tor. Ja, schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. 2 Minuten Nachspielzeit. Okay, wir haben einen verletzten Wechsel, ne? Und ein paar gelbe Karten. Also geht in Ordnung. Zwei verletzten Wechsel. Also geht in Ordnung. Und Abpfiff. Wir gehen mit 0-0. Perfekt. Ich kann mich nicht beschweren.
Ich kann mich durchaus nicht beschweren. So haben wir uns das vorgestellt. Wir haben unsere Chancen und ja, der Gegner kontrolliert das Spiel, aber das nützt halt nichts. Deichmann, ja, Wilsch wird noch massiert und ja, 4,5 wird immer kritisiert. 2-1er, die Innenverteidigung werden gelobt natürlich. Und ja, 4,5 kritisiert. Und ihn motiviere ich nochmal. Aber nicht, weil er schlecht spielt, sondern weil er jetzt reingekommen ist und er muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Wir wechseln erstmal nicht, weil wir einmal schon gewechselt haben. Wir gehen direkt rein mit einer Chance für uns. Ecke von rechts, Steinhardt in der 47. Die Ecke kommt hoch herein. Weinkopf pflückt den Ball aber sicher herunter. Ja, schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. Wo ist es ruhig? Und jetzt haben wir die nächste Chance. Erneuter Fehlpass von Deichmann. Okay, die sind zu leicht auszurechnen. Aufstellung, was können wir denn machen? Deichmann hat eine 4,5. Ich kann nichts gegen ihn einwechseln. Ich kann nichts für ihn bringen, gar nichts. Der einzige Spieler, den ich bringen kann, ist ein Gordon für Wilsch. Es ist bitter. Es ist einfach bitter. Konzentration jetzt, Jungs. Konzentration. Ihr spielt das gut, ihr bekommt eure Chancen, aber Konzentration. Besonders Deichmann. Da, Ecke von links, unsere dritte. Dreimal aufs Riesenrecht. Weinkopf kommt heraus. Drückt den Ball sicher herunter. Ja, bitte. Will sich dann elegant abrollen. Dann verliert er dummerweise das Leder. Knöpfer fällt. Der ist gedankenschnell. Yes! Yes! Und da macht er einfach. Ich schwöre, der bleibt erste Mannschaft. Wenn das so weitergeht mit dem. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Linsbecher wird zurückgepfiffen. War aber gleiche Höhe. Wurde zurückgepfiffen. Wir führen wieder einmal mit unserer C11. Was ist da los, ey? Da frage ich mich echt, was ist da los mit dieser Mannschaft? Baklaros, ja, sie wechseln es auch. Hilsbicher kommt nicht wirklich ins Spiel, aber. Ist egal. Knöffel hat es gemacht. Nicht Knöffler. Knöffel hat es gemacht. Erst nochmal Duisburg mit einer guten Chance. Saiga muss nach einer Flanke von Bakir Kopf und Kragen riskieren. Ademendi stand einschussbereit in günstiger Position hinter ihm. Ja, er hat es geklärt. Saiga macht sein Ding. 1 und 1,5. Ich kann mich nicht beschweren. Erstmal, jetzt kommt die Ecke. Ecke von links. Florian Martin. Bringt eine Ecke weit nach innen. Kommt völlig frei zu Yeso. Der zieht direkt ab. Schießt aber genau auf Hiller. Der hat keine Mühe. Oh, nice, Hiller. Nice. Ah, einer der Balljungen ärgert da jetzt Leo Weinkopf. Er verzögert das Spiel. Was ein Asi. Was ein Asi. Noch 10 Minuten zu spielen. Perfekt. Ah, geh vorbei, das schaffst du. Das schaffst du. Und 2-0. Perfekt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Kevin Gordon treibt den Ball nach vorne und wird von Florian Beckmann heftig angefeuert. Mutig legt er den Ball an Stoppelkamp vorbei. Hat freie Bahn. Seine präzise Flanke in der Mitte muss Pucic nur noch über die Linie drücken. Und wir machen noch 2 zu 0. Yes! Damit führen wir in der 82. mit 2 zu 0, Junge. Junge, Junge, Junge. Und wir kriegen direkt die nächste Chance. Biancardi lauert. Und wird wegen einer Abseitsfälle. Wow. Ein unglücklicher Abseitspfiff gegen Biancardi. Ja, der Schiedsrichter gespannt muss sich in die Kabine einschließen, genau. Nein, wir machen nichts. Das Spiel wird abgepfiffen. Wir gewinnen auch unser drittes Spiel mit 2 zu 0 gegen Duisburg. Schon wieder gewinnt die C11 mit den zwei Stürmern, also mit Toren aus der zweiten Mannschaft. Und wir sind damit Tabellenführer. Wir sind damit Tabellenführer. Wir gehen in die Stimmen rein und gucken einfach mal. Wenn man, wie man trainiert, so spielt man. Trainer Florian Beckmann. Ja, läuft hart.
Wir sind heute teilweise so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir sind aggressiv in die Zweikämpfe gekommen und haben Druckvoll nach vorne gespielt. Leider hat in den entscheidenden Momenten dann aber etwas die Abstimmung gefehlt, sodass TSV 1860 zu relativ einfachen Toren gekommen ist und wir nun am Ende mit leeren Händen dastehen. Trainer Pavel Datschew. Das Zitat des Tages ist von Gabriel R. aus Würzburg, ein Fan der Würzburger Kickers. Dortmund 2 hat sich heute toll aus der Atmosphäre gezogen. Gegen die Ergebnisse. Freiburg verliert, die Zweite aus Freiburg verliert mit 0 zu 4 gegen Werl. Zwickau verliert mit 0 zu 1 gegen Wien Wiesbaden. Würzburger Kickers teilt sich die Punkte mit der Zweiten aus Dortmund. Meppen gewinnt 4 zu 1 gegen Havelse. Hallescher FC teilt sich die Punkte mit Viktoria Berlin beim 1 zu 1. Türkgücü München verliert 0 zu 1 gegen Kaiserslautern. Viktoria Köln spielt auch 1 zu 1 gegen Osnabrück. 1860 München, also wir gewinnen mit 2-0 gegen Duisburg zu Hause. Waldhof Mannheim teilt sich beim 0 zu 0 die Punkte mit Eintracht Braunschweig und Saarbrücken verliert 0 zu 1 zu Hause gegen Magdeburg. Wir sind damit mit 9 Punkten Erster und setzen uns da, okay, wir setzen uns gar nicht ab. Wir sind 2 Punkte vor dem 4. und 3 Punkte vor dem 5. und 6. und 4 Punkte vor dem 7. Also wir teilen uns gerade Platz 1 mit Magdeburg und Kaiserslautern. Wir gehen in die Teamleistung, nicht Teamleistung, Spieltag, Statistik. Spieler des Tages ist Cyril Akkono. Okay. Kann man auch gleich drüber nachdenken. Verdient auch nicht viel. 19.000 nur. Oh, 1,90 Meter. Hat vier von seinen vier Toren heute geschossen. Ist klar, dass er dann nominiert worden ist. Kono ist nicht der einzige Spieler. Korbost ist auch noch von Werl und Tiede im Tor. Läuft halt bei euch. Okay, GG auf jeden Fall. Von Osnabrück haben wir Tapazofer und Kuganek. Von Wien Wiesbaden haben wir Nilsson, von Eintracht Braunschweig haben wir Henning, von uns haben wir Golden, nice one auf jeden Fall, GG mein Junge. Dann haben wir von Magdeburg Burger, dann Welkoff von Duisburg und Niklas Sommer, alias Willi, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie ihn die ganzen FIFA-Streamer nennen, weil sie ihn kennen, weil er selber irgendwie streamt oder so, ich weiß es nicht. Auch nicht schlecht aus, da kann man auch vielleicht mal gucken. Das ist auch zum zweiten Mal nominiert, genauso wie Corbos. Okay, GG. GG. Damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass